Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hotella und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine kleine weitere Episode von meinem Collection Update. Und dazu habe ich hier wieder All the Things auf. Da haben wir wieder ein paar Prozentpunkte mehr gemacht und ich wurde gerade vom Stream darauf hingewiesen, dass mir exakt jetzt noch 1000 Sachen fehlen. Das können Items, Achievements, Mounts, Pets, Toys sein, theoretisch. Da ich aber mit den Mounts, wie ihr schon wisst, und mit den Achievements, hatte ich ja auch schon ein Video gemacht, komplett fertig bin, ist das auf jeden Fall raus. Ich glaube, ein, zwei Heldentaten sind noch drin, die man theoretisch machen könnte. Ich habe euch letzte Woche ja schon gezeigt, was ich da so alles hatte. Und jetzt will ich einfach so ein kleines Update geben, was ich mir über die Woche so geholt habe. Und bei manchen Items sind mir tatsächlich auch noch Erkenntnisse gekommen. Vor allem diejenigen, wo man sagt, okay, ah, scheiße, okay, das wird deutlich komplizierter, als ich dachte, dass es wird. Jetzt können wir mal reinschauen. Warte mal, ich kann euch eins zeigen. Hier kann man nämlich anzeigen lassen, die Sachen, die man noch braucht. Ne? Das ist eigentlich ganz schön, habe ich jetzt entdeckt. Das sind genau noch 1000 Sachen. Wir sind jetzt bei 98,25% und das letzte Mal, lass mich mal kurz spicken, waren wir bei 97,66. Das hört sich jetzt nicht nach so einem großen Sprung an, weil es halt nur 0, irgendwas Prozent sind. Ist es aber tatsächlich schon, weil ihr, warte, das machen wir mal aus, weil ihr euch denken müsst, bei 57.000 Items sind dann ein paar Nachkommastellen tatsächlich relativ viel Sachen, die ich mir gefarmt habe. Also ich war ordentlich im Transmog-Farmen. Genau, ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal drin. Das zeigt ganz schön an, wo ich noch was brauche, wie viel es ist, wenn wir nachher nochmal umstellen. Also was ich jetzt eigentlich so am Anfang der Woche immer mache, ich habe mir jetzt so eine kleine Routine zurechtgelegt, dass ich erstmal die ganzen Dungeons mache. Und ich habe jetzt letzte Woche angefangen, alle Dungeons zu machen. Gut, Classic brauche ich jetzt nicht mehr viel. Da sind es ja bloß noch diese BOE Dungeon Drops, die ich mir jetzt so nach und nach im AH kaufen werde. Also Classic laufe ich tatsächlich gar nichts, weil ich mir die alle im AH kaufen kann. Aber Wrath of the Lich King laufe ich halt noch. Und ja, was habe ich da letzte Woche gemacht? Wir brauchen jetzt 25er sind wir jetzt fertig. 10er brauchen wir noch ein paar Sachen, es sind jetzt insgesamt, schön, dass wir sie sehen, 5 noch. Aus Uldur sind es noch 15 Items. Prüfung des Kreuzfahrers, sind wir jetzt 25er fertig. Ich brauche jetzt nur noch 10er Items. Da sind es jetzt tatsächlich nur 4 Items. 4 Items sind es nur? Oh, tatsächlich. Und ja, aus dem HC sind es eigentlich dieselben. Dann Eiskrone sind wir auch im 25er jetzt fertig. Jetzt muss ich auch nur noch 10er gehen. Und dann ist es in Wattle, das was es auch schon davor war, den BOE-Hammer, den ich mir irgendwann kaufen werde. Und hier in diesen drei Indies gibt es halt diese BOE-Drops, die man sich in jeder Instanz farmen kann. Die werde ich mir mal farmen, die BOE-Drops, wenn ich die anderen Wortel-Sachen fertig habe. Da werde ich mich dann mal wahrscheinlich einen Nachmittag oder einen Abend hinhocken und diese blöden BOE-Drops farmen. Genau. Dann können wir mal das zumachen. Also hier fehlt mir noch einiges. In Wrath of the Lich King 79 Items sind. In Cataclysm werden mir jetzt noch 2 Items angezeigt, aber es ist eigentlich nur eins, weil mir die Musikrolle in beiden angezeigt wird. Ich habe jetzt die 5-Mann-Instanz. Tul'Gurub, da hat mir noch ein Item gefehlt. Das habe ich jetzt auch bekommen. Heißt, wenn ich jetzt, ich werde jetzt nachher gleich losstarten. Also sprich, heute ist Mittwoch, ID-Anfang. Video kommt dann morgen für euch raus. Und dementsprechend, dann werde ich vielleicht hoffentlich die Musikrolle schon mal ein eigen nennen können. Dann habe ich nämlich alle Cataclysm-Instanzen und dann fällt halt der Reiter dementsprechend weg. Wie ihr es schon sicher gesehen habt, Burning Crusade bin ich komplett durch. Dann MOP. Haben wir jetzt eine Instanz weg und zwar ist das HDA, müsste das heißen, Herz der Angst. Genau, die habe ich jetzt komplett fertig. Mogushan-Gewölbe brauche ich jetzt hier nur noch insgesamt, was sind es, im Normal 3 Items und im HC 2. Also das wird auch bald fertig sein. Terrasse des endlosen Frühlings sind es noch 5, Thron des Donners. Da ist noch einiges tatsächlich. Da brauche ich auch noch den LFR. Da sind es noch 34. Und SOO sind es noch 19 Items. Das geht eigentlich. Und da ist es das Gute, dass ich alle Schwierigkeitsstufen in einer Woche laufen kann. Ne? Also vielleicht kriegen wir ja die Woche da auch was fertig. Und dann sind es halt weiterhin diese Kack-Items in den 5-Mann-Instanzen, die eine 0, irgendwas Prozent Chance haben beim Endboss jeweils. Die werde ich auch irgendwann dann farmen, wenn ich die anderen Sachen hier weg habe. Ne? Aber MOP sieht jetzt auch schon ganz gut aus. Warlords of Draenor, da ist noch relativ viel. Ne? Wenn ihr jetzt hier reinguckt, Hochfels brauche ich noch 12 Items, das geht. Schwarzfelsgießerei sind es noch 24 und Höllenfeuer-Zitadelle sind sogar noch 31. Also da ist noch einiges. Was ich jetzt letzte Woche das erste Mal gemacht habe, ist Legion.
Ne? Da sind wir ganz neu reingestartet. Also ihr seht, bei den anderen haben wir 99%, 96, 99, 96, 97%. Legion sind wir erst bei 90% bei den Dungeons. Hat den Grund, ich bin das erste Mal Legion letzte Woche gelaufen. Und da kann ich euch sagen, LFR kann man eigentlich soweit komplett solo machen. Ja? Im Smaragdgrünen Albtraum kann man Normal, HC und Mythic konnte ich solo machen. Also das geht alles. Und mittlerweile hat man da ja auch diesen Legacy-Loot-Modus. Heißt, Legacy-Loot-Modus, wer das nicht weiß, du kriegst wirklich die komplette Beute von, die komplette Beute von den Mobs. Und das ist eine coole Sache. Das war davor ja nicht, weil eigentlich immer eine Expansion zurückkriegst du halt immer nur diese Personal-Loot, was immer nur ein Item ist. Und wenn du halt im Mythic den Legacy-Loot-Modus hast, kriegst du 5, 6 Items. Und das ist natürlich schick, ne? Dann Prüfung der Tapferkeit. Das kann man theoretisch alleine machen, aber es ist angenehmer, wenn man zu zweit ist, weil Odin hat ja zwei Ads und die muss man auseinanderziehen und wenn die nicht auseinandergezogen sind, kriegen die 99% weniger Schaden. Und da ist halt die Kacke. Du kannst immer drauf spekulieren, die casten ab und an, dann musst du schnell den anderen wegziehen und dann irgendwie weg one-shotten, das geht schon. Aber da musst du ziemlich lang warten und rumkiten. Da ist es tatsächlich besser, wenn man zu zweit ist zumindest. Die Bosse können nicht viel, außer ein Trash-Mob für Hellia, der irgendwie einen Debuff drauf gibt, der prozentualen Schaden macht und dich wirklich niederrafft. Der hat mich zweimal gekillt, ich sag's euch. Dann Nachtfestung war ich auch drin. Das kannst du eigentlich auch in allen Schwierigkeitsstufen solo machen. Das ist auch kein Problem. Gut, den Endboss habe ich nicht gemacht, weil ich da nichts gebraucht habe. Übrigens, im Mythic-Modus bin ich Nighthold fertig. Da brauche ich nichts mehr. Ich habe ja damals so lange das Mount gefarmt. Anscheinend habe ich da genug Vorlagen gekriegt. Und dann Antorus und Grabmal brauche ich noch relativ viel, wie ihr seht. Und da ist es so, LFR, Normal und HC kann man solo machen. Mythic brauchst du tatsächlich eine Gruppe. Oder ich weiß nicht, vielleicht könnte man es sogar solo machen, aber dann wird der Endboss halt übelst ätzen, da muss man den wahrscheinlich perfekt runterspielen und der Endboss ist tatsächlich der schwierigste Legion-Boss, im Mythic-Modus zumindest, und da ist eine Gruppe ganz gut, wenn du 10 Leute oder so hast, dann flexst du den schnell genug um in der Dunkelheitsphase, bevor da irgendwas passiert, und da muss man auch nicht so viel Mechanik spielen tatsächlich. Und wo man halt auch eine Gruppe braucht, ist am besten Antorus mythisch, macht's auch angenehm. An den anderen Schwierigkeitsgraden braucht man keine Gruppe. Man kann sogar, Eona alleine spielen. Das funktioniert wunderbar. Man muss ein bisschen dahinter sein, ein bisschen die Wellen abpassen, aber das funktioniert eigentlich, ne? Genau. Die 5-Mann-Dungeons habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ihr seht, hier fehlen mir immer 1-2 Items. Das sind meistens immer Umhänge. Und irgendwie kriegt man da immer nur ein Item in den Dungeons, obwohl da eigentlich auch Legacy-Loot-Modus sein müsste. Und weiß ich nicht, die muss ich mal noch farmen, die habe ich letzte Woche noch nicht gemacht, also ich habe letzte Woche quasi alles gemacht bis zu den Legion Raids und BFA habe ich jetzt noch komplett offen, also ihr seht, BFA fehlt mir noch sehr viel, aber da müsste ich mir dann definitiv Gruppen suchen und BFA lasse ich jetzt erstmal, ich habe jetzt vor, immer alle Raids durchzumachen, bis ich die soweit habe. Und am Sonntag war ich, glaube ich, fertig mit den Raids bis Legion. Und dann habe ich bei den Außenbereichen weitergemacht. Und da habe ich tatsächlich sehr gut aufholen können. Also ich kann euch da mal zeigen, mir hat der ja da noch sehr viel gefehlt gehabt. Und jetzt habe ich hier, gut, in Kalendor habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Da brauche ich immer noch den Fisch und hier diese Geschichten. Und auch in östlichen Königreichen, ich glaube, ich habe einen Flugpunkt geholt. Also hier sind theoretisch auch nicht gesammelte Flugpunkte drin. Es sammelt wirklich alles. Also von den ganzen Collectibles, bis sogar, wenn du einen Flugpunkt nicht geholt hast. Mir hat ein Flugpunkt gefehlt, den habe ich mir geholt. Was ich aber sonst noch so gemacht habe, ist hier in Terrorcar war ich ein bisschen unterwegs gewesen und habe mir da so Ads umgehauen mit ewig vielen Rares. Das hat relativ lang gedauert. Das haben wir endlich weg. Jetzt fehlt mir dann nur noch eine Quest in der Scherbenwelt. Dann Nordend war ich bei den ganzen Händlern. Also es gibt ja einen Haufen Rufhändler, wo man da noch Items kaufen konnte. Die habe ich alle abgeklappert. Und da fehlt mir jetzt auch nur noch ein Fisch, beziehungsweise bei so einem Händler in Dalaran kann man so Raid-Tokens umtauschen, da muss ich aber nur noch mal nach Uldua rein. Also Nordend sieht gut aus und ich habe mir heute, hat mir ein Viewer auch Gott sei Dank, einen Umhang von so einer Rare-Katze, also es gibt so eine übelst seltene Katze im Schullerser-Becken, warte, ich kann euch das mal zeigen, hier oben, die hier außenrum komplett spawnen kann und die hat eine lange Respawn-Zeit und eigentlich wollen halt Hunter diese Katze haben, weil sie halt einen einzigartigen Look hat. Blöderweise droppt diese Katze auch einen ziemlich seltenen Umhang. Und den habe ich zum Glück heute mir von einem gekauft, einem aus dem Stream, der hat sich das extra gefarmt, dass es mir verkaufen kann. War eigentlich ganz nice, muss ich das nicht selber machen. Und ja, Pandaria waren wir dann auch großartig unterwegs. Genau so heißt es. Ich versuche es jetzt gerade mal auszusprechen. Lokunashak,
Also irgendwie so, einer im Stream hat es gerade geschrieben, genau, das ist diese Katze, die diesen Umhang droppt, war jetzt natürlich komplett falsch ausgesprochen, aber das ist dieses Kätzchen und ja, jetzt konnte ich mir das quasi sparen, da ewig zu campen. Pandaria habe ich auch einiges gesammelt, da habe ich sogar einige Quests gemacht, so Rare-Gegenstände aufgesammelt, und da fehlen mir jetzt nur noch zwei. Und zwar so ein blöder Stoffumhang, da kriegt man, den kann man einmal mit einem Charm aufsammeln. Das ist so ein Schatz, der relativ selten da ist. Und es gibt halt irgendwie, wie viele Umhänge gibt es da? Fünf Umhänge müsste es da geben. Und du kriegst halt immer nur einen. Also da muss ich mal noch mit einem Char da ein bisschen campen und hoffen, dass ich den letzten Umhang krieg, weil es ist immer random, welchen du rauskriegst. Das ist ziemlich ätzend. Den Speer habe ich übrigens mittlerweile gekriegt, den habe ich gekämmt. Und was ich euch zeigen wollte, was arsch ätzend ist, und zwar, es gibt auf der Insel des Donners gibt es Mobs, die du kannst du mit so Runensteinen beschwören und dann gibt es so eine 10%ige Chance, dass die so ein Zeug droppen. Ne? Jetzt ist es das so, dass du diese Runensteine von den Rares gedroppt kriegen kannst, die aber irgendwie immer tot sind, also die normalen Rares, die rumlaufen, zu einer relativ seltenen Chance. Oder es gibt eine Möglichkeit, dass du so ein Päckchen kaufen kannst bei der Ruffraktion auf der Insel des Donners. Diese Ruffraktion verkauft dir so ein Päckchen, wo etwa eine Ein-Drittel-Chance besteht, dass da so ein Stein rauskommt, für 15 Bonusrolls. Für einen Bonusroll wiederum brauchst du 20 Abzeichen. Heißt, du brauchst 300. Warte mal, habe ich mir jetzt verrechnet? 15, 300 müssten es sein, ne? Ja, 300 Marken für einen Sack. Und dann hast du aber wiederum das Problem, dann hast du ja noch eine Chance 1 zu 3. Dann brauchst du aber nicht nur einen Sack, sondern brauchst im Schnitt drei Säcke. Heißt 900 Marken für einen Sack. Dann hast du aber erst einen Token, ne? Und du brauchst drei Token, um einen Boss zu beschwören. Heißt, die 900 kannst du dann auch wieder mal drei rechnen. 2700 Münzen müssten es sein, wenn mein Kopfrechnen jetzt hier nicht in die Bredouille kommt. Und dann kannst du einen Boss beschwören. Jetzt hast du aber das Problem, den Boss droppt es nur zu 10%. Heißt, du bräuchtest eigentlich 10-mal den Beschwören, dann kannst du noch eine Null dranhängen. Dann sind wir bei 27.000 Marken, um ein Item zu kriegen. Ne? Und ich hatte ja von diesen geringen Amuletten des Glücks einige. Aber um ein Item zu kriegen, wenn man das jetzt milchmädchenrechnungsmäßig hochrechnet, wären es 27.000 Token, wenn man sich das über die Token holen würde. Und mir haben fünf Items gefehlt. Und jetzt zwei habe ich zum Glück gekriegt und mir fehlen jetzt halt noch drei Stück. Ne? Also ich habe schon richtig diese Bonus-Rolls rausgehauen. Und ich dachte, diese geringen Amulette des Glücks, dass ich die nie aufbrauchen werde. Ne? Ich hatte mal so 50, 60.000 von denen rumliegen. Also, ne, bis du das über Bonus-Rolls raushaust, ist ja 2030. Aber da diese Dinger so einen Verschleiß haben, kannst du die richtig rausbauen? Jetzt habe ich nur noch 7k, da kann ich nicht mal, kann ich zwei, drei Bosse beschwören. Das war es dann tatsächlich, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Es hat sich noch einer gemeldet gehabt, der noch so ein paar Steine über hat. Vielleicht können wir da noch was machen. Da muss ich mal schauen. Also, das wird noch richtig ätzend, weil wenn, dann muss ich die Rares auf der Insel farmen oder ich muss halt irgendwie gucken mit den Steinen. Vielleicht hat ja zufällig von euch noch einer diese Steine über. Man kriegt übrigens in der Gruppe, kann man das umhauen, das ist Personal Loot, also jeder kriegt theoretisch die Waffen. Also wenn einer noch Steine über habt, meldet euch bei mir. Ich hau euch gern mit euch die Viecher um, weil das wird noch eine nervigere Sache. Genau, das mit dem Kunlei-Gipfel habe ich euch gezeigt. Ach ja, ich habe dann übrigens auf der Timeless Ice, da haben mir ja auch noch so Sachen gefehlt, das habe ich auch noch fertig gefarmt. Also hier Pandaria war ziemlich viel drin, ne? Und auch in Draenor war ziemlich viel drin. Da habe ich mir jetzt einige Rare Mobs noch gefarmt gehabt. Und jetzt fehlt mir nur noch beim Händler hier einiges Zeug, was halt ziemlich teuer ist. Die kosten die Teile teilweise 5.000 bis 20.000 Gold, teilweise 25, meine ich. Also das ist eine teure Angelegenheit, die muss ich mir mal alle kaufen. Aber da kannst du wahrscheinlich mal rechnen, 200.000, 300.000 Gold, das du liegen lässt beim Händler. Das mache ich dann mal soon, wenn ich auf irgendeinem Server mal Gold loswerden will. Gorgrond ist es noch ein Questing, Schattenmundtal auch noch ein Quest, im Spitzmundarak haben wir auch noch eine Quest und da ist noch ein seltener Mob, das ist so ein Mecha-Plünderer heißt der, den habe ich noch nicht erwischt. Und das letzte ist in Talandor auch noch eine Quest, aber ich hatte hier glaube ich etwa 10 oder 15 Rares, die ich killen musste und alle bis auf den einen Spitzen von Arak habe ich mit ein paar Chars abgefarmt und tatsächlich die Items gekriegt. Bloß der hier, der ist ziemlich selten da, ne? Da muss ich jetzt mal gucken und die Quests, die werde ich jetzt auch demnächst mal machen. Dann war ich auch noch in den verheerte Insel unterwegs. Da haben mir ja auch unter anderem noch Berufsrezepte gefehlt. Es gab so ein blödes Berufsrezept, das kann ich mal zeigen. Da war ich hier auf den verheerten Inseln
Und da musst du so komische, diese Riesen, da gibt es so komische Riesen, die man umboxen kann. Und die haben eine 0, irgendwas Chance, dass das so ein Schmiederezept, oder was, ein Leder? Nee, Schmiederezept war es, glaube ich. Und hier, oder war das ein Walcherat? Ich glaube, von Walcherat hat man es besser gesehen. Hier unten gibt es so einen Riesen, der spawnt alle 5 Sekunden. Und den habe ich, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe ihn 500, 600 Mal umgehauen über 1, 2 Stunden tatsächlich. Und irgendwann ist dieses scheiß Rezept gespawnt. Also das sind teilweise so Sachen, die kosten dir übelst viel Zeit. Aber ich will es halt haben, ne? Und dann fehlt mir jetzt, auf Argus war ich dann auch noch unterwegs, das zeige ich euch gleich. Jetzt fehlt mir noch in Dalaran, das ist auch wieder der Händler für Uldur, glaube ich. Da muss ich einfach von Jok das Ding kriegen, der war ja beim Nordend Dalaran auch schon drin. Also das ist eigentlich ein Dungeon-Teil. Jetzt fehlt mir noch eine World Quest, wo ich ein Rezept brauche. Und zwar, wo haben wir das denn? Hier werden alle World Quests dann aufgezeigt. Hier, diese Stiefel, das ist ein Schmiede-Item. Ich kann gerade mal gucken, ob das zufällig da ist. Das ist im Hochberg. Oh, ist es das? Oh, das ist heute da. Das müssen wir unbedingt machen. Oh, nice. Okay, also ich muss einen Lehsteinstiefel herstellen. Dann kriege ich das Rezept. Nice. Das ist eins der letzten Rezepte, die mir fehlen. Also das ist halt. Also die Rezepte habe ich alle, aber das ist halt ein Rang 3-Rezept. Nice. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Das ist, glaube ich, Schmiedekunst, ne? Das müsste. Das hier sein, Lehsteinstiefel, genau. Und dann brauche ich noch hier die Schultern. Und für die Schultern muss ich aber einen RBG-Sieg haben. Also ich müsste mir jetzt eine RBG-Gruppe suchen, irgendwie einen Sieg haben. Und ich weiß nicht, ob das hundertprozentig droppt oder nicht. Das muss ich mal noch gucken. Das ist aber unten noch bei PvP drin. Also ich muss mir demnächst muss ich mal RBG nochmal spielen, ne? Aber ich denke mal, Rating dürfte ja egal sein. Oder muss ich mal nochmal recherchieren, ne? Aber das kann. Gut, das können wir fertig machen. Perfekt. Das freut mich jetzt gerade. Boah, da müssen wir schon wieder scrollen ohne Ende. Genau, also das haben wir weg. Im Argus war ich auch unterwegs gewesen. Da haben wir noch ein paar Sachen gefehlt. Unter anderem von dem World. Von einem Elite-Mob, der aber nur mal in der World Quest da ist. Also musst du immer gucken, ob wann die World Quest da ist. Ziemlich ätzend. Und jetzt fehlt mir noch ein Leder-Item. Und da ist es so, es gibt ja, auf der Windikar gab es einen Händler, wo du mit so einem bestimmten Material, ich kann es mal zeigen, wo war denn das? Das hier. Argonit, ne? Mit dem brauchst du 650 Argonit und dann kannst du dir einen Teil kaufen. Und hier, diese Stiefel, ist, glaube ich, ein Stiefel von 32 Stück. Also du kannst mit 650 Argonit einen so einen Stiefeltoken kaufen, das kannst du umwandeln und du kriegst halt eins von 32 verschiedenen. Das ist so ätzend. Und ich habe 31 von 32 Mustern. Und ich habe gestern oder, nee, wann war das? Das war, glaube ich, noch am Montag oder so. Habe ich mit allen Chars, die noch Argonit hatten und Leder sind, es muss ja ein Lederträger sein, habe ich diese scheiß Stiefel gekauft und ich habe bei dem Gegamble nichts rausgekriegt. Und jetzt muss ich wahrscheinlich demnächst mal anfangen, diese blöden Argus-Dailies wieder zu machen, dass ich das Argonit mit allen möglichen Chars erspielen kann, um auf diese Stiefel zu gamblen. Also ich hoffe, dass ich da mal Glück habe, ne? Aber das wird noch eine ätzendere Angelegenheit. Und Kultiras und Boralos, was hat mir da noch gefehlt? Ah ja, genau, da ist eigentlich jetzt von der Warfront, brauche ich ja noch die zwei Sachen. Wenn die Darkshore Warfront wieder ist, dann muss ich da noch was machen. Und die anderen Sachen, hier diese Umhänge, ich bin jetzt drauf gekommen, dass die nicht direkt von der World Quest sind, sondern es gibt, also wenn du eine Emissary, also es gibt ja diese Emissaries, ne, die man unten hat. Warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Ich denke mir, die kennt ihr ja, also unten links, wo jetzt mein Kamerading ist, sind ja diese Emissaries. Und da gibt es ja auch Magier und es gibt da eine Kiste, eine quasi eine Azeritkiste gibt es, glaube ich, dann eine normale Gierkiste und eine Waffenkiste. Und die können halt in der normalen Gierkiste drin sein, wenn du auf Heiler stehen hast. Und ich habe es halt nie auf Heiler stehen gehabt, deswegen habe ich die nicht. Also das nächste Mal, wenn eine Gierkiste ist, dann muss ich auf jeden Fall auf Heiler stellen und mir die Umhänge holen oder den Umhang. Und auf Zandala ist es eine. Hier eine Agi-Waffe, da muss ich das mit dem Rogue machen, wenn eine Waffenkiste ist. Und auf hier haben wir, glaube ich, noch eins. Ich glaube, ein Stab ist hier auch noch, ne? Da muss ich halt quasi dann, wenn eine Waffenkiste ist, auf Heiler gehen mit einem Druid. Das habe ich nicht gecheckt. Ich dachte, die kommen direkt von der World Quest, ne? Und da habe ich jetzt auch ein bisschen recherchiert, wo die genau herkommen. Und in Nashiatana, naja, da muss ich hier mal Divas Labor halt, ne? Die haben halt eine scheiß Drop-Chance. Also das ist dieses Labor, wo du immer dieses. Ja, was sind denn da? Musst du immer so Essenzen zahlen und dann kannst du verschiedene Bosse beschwören. Das muss ich dann auch noch machen. Genau, also das sind die Open-World-Sachen noch, die mir jetzt fehlen. Also ich habe einiges die letzte Woche gemacht, aber du entdeckst dann halt die schweren Sachen oder die halt länger dauern,
die bleiben dir halt dann länger, ne? Und du denkst dann, okay, das ist doch ein bisschen ätzender, als ich dachte, da muss ich nicht nur einfach easy in Rare umhauen, sondern, ne, das ist ein bisschen komplizierter. Ich könnte euch jetzt noch die anderen Sachen zeigen bei Weltbeute und so, aber da habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel gemacht, dass sich das lohnt. Ach ja, kochen habe ich noch ein bisschen was bei Nomi geholt, ne? Ah, da muss ich jetzt eigentlich heute nochmal zu dem Kochtypen gehen. Fällt mir gerade ein. Aber jetzt Schmied, ne? Kann ich jetzt mal zeigen. Da fehlen mir jetzt noch das eine, was ich mir jetzt gleich am Hochberg hole. Das andere, wo ich RBG machen muss. Und das ist halt dieses Classic World Drop Ding, ne? Das ist ein bisschen ätzend. Und bei. Ach ja, Lederer bin ich komplett fertig. Das ist raus. Angeln ist halt, ne, es sind so ein paar Fische, die ich noch angeln muss, das wird halt auch noch nervig. Und Kochen ist halt bei Nomi, ne. Und Archäologie, da habe ich mal geguckt, hier diese Waffe, bei Zwerge, kannst du die craften, da haben Leute geschrieben, sie haben 600 Sachen, quasi gelöst, so Archäologieteile, und haben es immer noch nicht, also das wird richtig ätzend. Aber das hebe ich mir für den Schluss auf, ne. Und bei den anderen Dingern habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Gut, bei PvP habe ich mir dieses Hunter-Teil geholt, da fehlt mir jetzt auch nicht mehr viel, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so reinschauen. Ihr seht ja, wo mir noch wie viel fehlt. Erweiterungsfeatures ist halt sehr viel in der Garnison und in der Ordenshalle. Da müssen wir dann nochmal extra gucken. Aber, wie gesagt, es sind jetzt noch 1000 Items. Dann bin ich soweit durch, aber die ätzenderen Sachen kommen halt noch, ne? Die hebt man sich meistens so ein bisschen für den Schluss auf. Ja, das meiste ist halt jetzt noch definitiv hier im Dungeons. Und ich handhab's jetzt, wie gesagt, so. Ich mache die Dungeons bis Legion und danach mache ich Außenbereiche immer in die Woche und dann komme ich halt immer so ein bisschen weiter. Und die anderen Sachen, die Special-Legen, die hebe ich mir halt immer dann auf, wenn so ein bisschen Zeit ist, dass ich mal so nebenbei so ein bisschen was davon mache. Vieles ist halt auch geshared, ne? Zum Beispiel hier die Sets. Wenn ich jetzt hier gucke, so ein Set ist halt auch wieder im Raid, ne? Das ist zum Beispiel das Monk-Set oder so, das kriege ich ja auch wieder im Raid und so, deswegen überschneidet das. Gut, das soll es gewesen sein. Das Video ist auch schon wieder viel zu lang. Sollte eigentlich kürzer werden an der Stelle, aber so viel zum Überblick für die Woche. Und ja, jetzt hole ich mir als erstes die Stiefel im Hochberg, dass ich das nicht vergesse. Dann haben wir das zumindest schon mal weg. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode und dann schauen wir mal, wie viel Prozent wir dann haben. Wie gesagt, 98,25. Ich denke mal ein bisschen, was geht bis nächste Woche. Ich drücke mir die Daumen, dass ich ein bisschen Lootglück in den Raids und Dungeons habe. Das war's soweit von meiner Seite aus. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.